Gestern erreichten uns zahlreiche Anfragen von Bürgern, die nachgefragt haben, was da gerade im Stadtzentrum von Zwickau auf verschiedenen Zufahrten angebracht wird. Grund genug für uns, einmal beim Pressesprecher der Stadt Zwickau nachzufragen. Dankenswerterweise erhielten wir heute Morgen die Antwort des Ordnungsamtes. Darin heißt es, dass aktuell im Bereich der Zwickauer Innenstadt ein Zufahrtsschutzsystem für das Zwickauer Stadtfest aufgebaut wird. Dabei handelt es sich nicht um Schikanen, sondern um Sperren. Einsatzzweck ist die Verhinderung beabsichtigter und unbeabsichtigter Einfahrten mit Kraftfahrzeugen auf das Festgelände während der Veranstaltungszeiten. Verwendet wird dabei das Zufahrtssystem Armis One des schweizerischen Herstellers Concel Group. Bei der Beschaffung waren bestimmte Einsatzanforderungen zu beachten. Unter anderem war die Gewährleistung erforderlicher Flucht- und Rettungswege sowie die Einhaltung geltender Hilfsfristen auch bei aktiver Sperre zu beachten. Darüber hinaus ging es um die geringstmögliche Beeinträchtigung des Fußgängerverkehrs, insbesondere auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, sowie bei aktiver als auch deaktivierter Sperre außerhalb der Veranstaltungen. Durch den Einsatz des Zufahrtsschutzsystems entstehen keine über die bei bisherigen Stadtfesten hinausgehenden Verkehrseinschränkungen. Dann wünschen wir uns für das Zwickauer Stadtfest nur noch schönes Wetter und treffen uns sicher an der einen oder anderen Bühne wieder. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues.